Oberbüschdorf ist ein Ortsteil von Rosenbach, einer Gemeinde, die südlich von Löbau liegt. Entlang von Oberbüschdorf sind Fahrzeuge auf der Staatsstraße zwischen Bernstadt und Löbau im Tiefflug unterwegs. 100 Kilometer ist erlaubt. 100 Kilometer werden gefahren, vereinzelt schneller. Gefährlich war das allemal, vor allem für Fußgänger. Denn bis vor kurzem war in Oberbüschdorf zwar ein Buswartehäuschen am Straßenrand, mehr aber auch nicht. Keine Haltestelle, die den Namen verdient. Das Problem braucht eine Lösung und für eine solche fühlt sich Roland Höhne zuständig. Und er ist es. Seit 1990 ist er ununterbrochen der Bürgermeister von Rosenbach. Die Bürger kennen ihn und er kennt sie alle. Und da ihm die Gesundheit der Mitbürger von Oberbüschdorf ebenso am Herzen liegt wie die aller anderen Bewohner des Ortes, für den er zuständig ist, mussten Gehwege und ein Bushaltebereich her, der Sicherheit bietet. Einige Arbeiten lassen sich vom Schreibtisch aus erledigen. Und hier sieht man ja, dass die Hauptstraße geht an dem vorbei hier, an dem Ortsteil vorbei. Und ich habe ja hier die Einmündung. Ich habe 1, 2 und hier hinten noch eine 3 Einmündung. Hier geht dann die Kreisstraße nach Solan drüber. Und die Bushaltestelle, die befindet sich, hier sieht man diesen kleinen Punkt hier. Das ist die Haltestelle. Also die mussten praktisch, die mit dem Busse fahren wollen, entweder von hier kommen, hier bis hinlaufen oder von hier und hier bis hinlaufen. Und da sieht man schon, hier ist ja nichts. Die laufen ja praktisch mitten auf der Straße. Ich kann es ja noch ein bisschen größer machen, hier sieht man jetzt das Häusel jetzt hier. Also kann man so ein bisschen den Punkt erkennen. Ne? So. Aber hier ist jetzt natürlich noch nichts. Das Luftbild ist noch ein bisschen älter. Ja. Ich will bloß einmal schnell das Maß nehmen, dass wir ungefähr die Länge haben. Wir haben dann praktisch so weit mit dem Landesamt abgestimmt, dass wir den Fußweg praktisch von hier bis zur Haltestelle und gleich weiter bis zu der machen hier. Also es sind ungefähr 185 Meter, ne? Ja. 185 Meter. Und dann ist zusätzlich 185 Meter Fußweg auf der Seite und dann ist ja auf der Seite auch noch ein Stück Haltestelle mit Fußweg, wie das jetzt die aktuelle Richtlinie ist zu diesem behindertengerechten Zugang, also diese behindertengerechte Ausbau der Haltestellen mit diesem erhöhten Bord und gleichzeitig ohne Absenkung für die Rollstuhlfahrer. Das ist jetzt B-seitig auf dem modernsten Stand praktisch jetzt. Man muss so sagen, die Hauptkostenlast hat ja jeder Freistaat getragen. Mit einer Vereinbarung, das eigentliche Problem war, dass wir dazu gekommen sind zur Realisierung dieses Vorhabens. Also hier haben wir von dem ersten Vertrag, sage ich mal, und den Gesprächen mit dem Landesamt für Straßenbau bis zur Realisierung 5 bis 6 Jahre haben wir ungefähr gebraucht. Ich denke aber jetzt ist eine, so wie auch mir die Anwohner oder die älteren Anwohner, die ich ja durch die Seniorengeburtstage immer wieder mal spreche, wurde sehr gelobt und sehr begrüßt, dass sie jetzt endlich sicher zum Bus und sicher ein- und aussteigen können. Und wenn man sich das da draußen anguckt und man vorher gesehen hat, ist das schon ein unwahrscheinlicher Fortschritt. Doch auch vor Ort sein und mit den Bürgern, das liegt Höhne am Herzen. Und auch mit den Politikern des Landkreises und des Freistaates zu verhandeln, nicht nur um Fördermittel zu erhalten, das sind Tätigkeiten, die Bürgermeister Höhne gut liegen und ihm offenbar Freude bereiten. Die Mitbürger in der Gemeinde Rosenbach wissen das zu schätzen. Das ist an den Wahlergebnissen ablesbar. Von etwa 1200 Wahlberechtigten haben ihnen nur 2 Mitbürger die Stimme nicht gegeben. Inzwischen ist die Bushaltestelle fast fertig. Die Stützmauer, die Grundstücke vom neuen Gehweg trennt, steht. Die Säulen für die Zäune sind darin einbetoniert worden. Nun werden die Querriegel angeschraubt, danach die Holzlatten. Der Bürgermeister zeigt sich überaus zufrieden mit dem Ergebnis. Während er mit einer Großmutter spricht, die ihr Enkelkind auf dem neuen Gehweg ausfährt, schaut Roland Höhne zur Bushaltestelle. Die beiden Jugendlichen können nun in einem gesicherten Bereich auf den Bus warten. Die Zeiten, als Fußgänger am Rand der Straße aufpassen mussten, dass sie nicht unter die Räder kommen, sind in Oberbüschdorf Geschichte. Und der Bürgermeister? Der hat schon die nächsten Projekte im Kopf. Einige sind bereits in Planung.